ja, also ich heiße Ilse Oberhofer, bin Jahrgang 1945, das heißt, ich bin 68 Jahre alt. Ich sage aber immer, ich bin gleich 70, weil das gefällt mir viel besser, dass ich genieße, dass das Älterwerden oder das Altsein. Für sich selbst hat man überhaupt nie das Gefühl, dass man älter ist oder alt ist. Ich würde sagen, ich fühle mich heute vermutlich viel, viel jünger als damals mit 30 Jahren. Ich möchte fast, nein, ich glaube, ich möchte überhaupt nicht tauschen. Viel mühsamer ist das Leben jetzt. Also es ist jetzt ungezwungener und unkomplizierter geworden und fröhlicher. Ich war einen Großteil meines Lebens ORF-Journalistin, war 40 Jahre lang ORF-Hörfunk-Journalistin. Und ja, wer ist man dann eigentlich? Nur indem man sagt, das ist so, drinks drücken, magst rechts drücken. Ich wusste nicht einmal, wie die Tasten heißen. Es hat mir gereicht, rechte Taste groß drücken, hat mir gereicht. Aber mein Sohn erklärt mir die ganze Geschichte von Facebook und vom Computer. Und bis ich dann so weit bin, habe ich keine Ahnung mehr, was ich endlich machen sollte. Und wie gesagt, begonnen hat das Ganze eigentlich, ich wäre nie in sowas eingestiegen, wenn nicht meine Tochter zum Studium nach Harvard gegangen wäre. Ich glaube, das war jetzt vor 4 Jahren. Und sie mir gesagt hat, Mama, das ist dann am unkompliziertesten, so könnten wir am besten miteinander, da kann ich reinschauen, was sie schreibt und welche Fotos sie hineinsteckt und so. Und die hat mir das damals relativ deppensicher beigebracht und hat mir auch eigentlich die Arbeit am Computer so gut beigebracht. Ich bin vor 10 Jahren in Pension gegangen und habe zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Interesse gehabt an PC oder an Internet. Also wir wollten unsere alten ABBA-Meldungen haben und wir wollten unsere Schreibmaschinen haben, auf denen wir schreiben. Und wir haben gefunden, dass diese Computer ganz furchtbar sind, die man uns da ins Studio hineingestellt hat. Also wir hatten dann da einen großen Bildschirm und einen großen Computer und haben nebenbei unsere Schreibmaschine beibehalten. Weil wir gesagt haben, auf dem schreiben wir ganz sicher nicht. So atemlos ist auch das Leben geworden. Dass keiner mehr sich in Ruhe wo hinsetzt und nachschaut und liest, weil das geht nicht, weil da laufen ja ununterbrochen, ticken da die neuen Dinge hinein. Und das geht eben auch, wenn du bei Twitter und Facebook bist, du müsstest ja ununterbrochen, das habe ich auch gesehen, am Laufen sein. Was hat einer jetzt zu mir geschrieben? Muss ich jetzt auf das antworten? Ist das jetzt überholt? Muss ich da jetzt eine andere Argumentation bringen? Du meine Güte, da hat mich jetzt einer kritisiert, um Himmels Willen. Ja, ist das nach, da hat mich einer nicht geliked. Was schreibt da der Wolfgang Bukert, sein eigenes das Foto kommentiert. Aha, das ist eh wieder dasselbe. Ja, genau. Also, du lebst in einer Atemlosigkeit und hast das Gefühl, du versäumst die ganze Welt, während du nicht mehr lebst. Und die Leute kommen auch nicht mehr zum Reflektieren und nicht mehr zum Denken und es kommen keine eigenen Gedanken mehr. Es wird alles nur von den anderen wiedergegeben und wiedergekäut. Und ja, man hat 1000 Mal denselben Schaß. Also, es ist schrecklich. Nicht? Also, statt dass 1000 Leute was Eigenes schreiben und sich was Eigenes denken, auch wenn ich da jetzt teile, aber ich finde ja manches wirklich sehr. Schicksal, haben schon 6 geteilt, das, was die Veronika Keck geschrieben hat. Ne? Freunde, 1078, schon einer mehr. Aber pass auf, wenn ich da jetzt noch, da habe ich ja gesehen, da wollen ja noch 2 Freunde werden, schon habe ich gleich mehr. Helmut Jasper ist ein Kollege vom ORF. Also ich schaue immer, welche Freunde haben wir. Passt, nehme ich. So. 5 gemeinsame Freunde, nur da bin ich skeptisch, aber es sind die richtigen Freunde. Unter anderem Kurt Langbein. Das wird auch bestätigt. Sehr gut. Also jetzt habe ich 1000, es müssen aber 1080 schon stehen. Das dauert noch ein bisschen, bis das aktuell ist. Also das gefällt mir schon. Und das ist eine große Lebendigkeit. Siehst Polizeistadt Wien, also der DM hat dasselbe auch gebracht wie ich. Da lupendicht. Ah, schau, vor einer Stunde, der ist vielleicht schon dort. Und da habe ich mir durchaus Zensur auferlegt bei manchen Dingen, die ich sonst vielleicht gepostet hätte. Mhm. Aber da habe ich auch gewusst, naja, jetzt ist sie gerade da oder jetzt ist sie gerade dort in der Ausbildung oder in dieser Kanzlei. Also werde ich mich dazu nicht extra äußern. Ne? Mhm. Mit denselben Namen. Also so gesehen. Aber gut, das schadet nichts, so ist das halt im Leben. Man muss immer bloß Selbstzensur üben und eine Zurückhaltung schadet auch nicht. Aber man darf nicht feig werden und man darf sich nicht wirklich den Mund verbieten lassen. Das sollte man halt nicht. Und was ich natürlich sehr, sehr nütze, ist das Internet zur Informationssuche. Also ich lese sehr, sehr viel im Internet, viele Zeitungen im Internet. Ich nütze natürlich Amazon. Gerade jetzt zum Beispiel habe ich so eine Beinverletzung, ich komme nicht mehr in meine Buchhandlung, dann müsste ich eine halbe Stunde gehen, bis ich in der Buchhandlung bin. Ja. Na, was mache ich? Ich schaue natürlich bei Amazon hinein und kann dort auch in die Bücher hineinlesen und bestelle mir alle meine Stöße von Büchern, die ich brauche. Und kann halt jeden Artikel lesen, der mich interessiert und jeder Information nachgehen. Und habe natürlich auch erst gelernt, wie man das
kritisch einschätzen muss. Aber es ist so, ich komme in jede Bibliothek hinein, in die ich will. Also es ist einfach unglaublich. Du musst das Haus nicht verlassen. Also ich war jetzt eben 2 Jahre lang eigentlich ein bisschen reduziert mit diesen Verletzungen, die ich da gehabt habe durch meinen Radunfall. Und habe aber nie das Gefühl gehabt, die Welt geht an mir vorbei, weil ich eigentlich alles, was mir wichtig war, auch hier gefunden habe. Aber alles, wo ich mir sonst Informationen hätte holen wollen, oder zum Beispiel heute gerade bei der Demo, ich habe gewusst, also so früher wäre ich in die Stadt hineingefahren natürlich, oder auch bei den ganzen Asyldemos. Ich kann wenigstens meinen Beitrag leisten oder mein Engagement zeigen, indem ich hier schreibe. Und das ist sehr befriedigend, dass ich nicht nur sitzen muss und so, schade, jetzt kann ich nicht mehr mitgehen. Nicht? Also so gesehen, es hat die Welt unheimlich weit gemacht. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne dem zu leben. Und wie ich jetzt wieder gerade mal wieder bedienter war, weil mir sehr schlecht gegangen ist mit furchtbaren Schmerzen, hat mir dann mein Sohn sogar sein Tablet abgedreht. Nein. Mit dem konnte ich dann halt auch noch im Bett liegen, musste nicht einmal mehr das Bett verlassen. Aber okay. Ich liebe es, ich habe da Buch um Buch gelesen. Also das hat, diese Bildqualität ist da fast noch besser als bei dem Kindle, obwohl es jetzt auch schon bessere Kindles gibt. Aber das habe ich mir zugelegt, um in der Wiener Städtischen Bücherei die Bücher ausleihen zu können. Super. Und das habe ich jetzt längere Zeit nicht gemacht. Tja, das ist natürlich eine gute Qualität zum Lesen. Ja. Zarathustra, Amerika vom Schnitzler gratis, Aphorismen, Karl Kraus, ich habe glaube ich die gesamten Kafka-Werke oben, dann der Mut im Musil habe ich endlich da oben, das Buch, das schwere Buch da, nimmt man ja selten. Schau, Franz Kafka, Gesamtausgabe, 0 Euro. Also das ist ja, da öffnet sich ja eine Welt für einen, wenn ich das runterlade, ja?